Was ist die Definition of Ready und wie unterscheidet diese sich von der Definition of Done? Das erklären wir dir in diesem Video. Willkommen bei Agile Heroes Education. Hey, mein Name ist Lars und ich bin Scrum Master und Agile Coach bei den Agile Heroes. Wir erklären dir, wie du mit Agilität noch erfolgreicher wirst. Die Definition of Ready ist von der Definition of Done abzugrenzen. Die Definition of Done sind die Abnahmekriterien, die wir innerhalb unseres Scrum-Projektes haben. Die Definition of Ready hingegen ist ein Mechanismus, den es in Scrum gibt, dass wir keine Anforderungen in den Sprint nehmen, heißt in die Umsetzung nehmen, die nicht konkretisiert worden ist. Das bedeutet einfach, dass wir nichts in den Sprint reinnehmen, von dem wir noch nichts gehört haben. Ready bedeutet einfach, dass die Entwickler sagen können, okay, wir können es umsetzen. Wir haben alle Informationen, die uns dabei helfen, diese Aufgabe umzusetzen. Und genau das ist die Definition of Ready. Die Definition of Ready besteht generell eigentlich aus drei Elementen. Das ist einmal die Beschreibung der Aufgabe, der Anforderung des Backlog-Items, die Priorisierung und die Schätzung des Backlog-Items. Wenn diese drei Elemente erfüllt sind, dann ist ein Backlog-Item, eine Anforderung, ready. Und nur dann kann sie im Sprint umgesetzt werden. Und dieses auf Ready bringen, diesen Status bekommen, das macht man innerhalb des Product Backlog Refinements. Das macht zum einen, und damit startet der Product Owner, indem er die Backlog-Items beschreibt, sie priorisiert und dementsprechend vorbereitet, um sie dann gemeinsam mit den Entwicklern zu finalisieren. Dann geht es darum, innerhalb des Product Backlog Refinement Session die Beschreibung durchzugehen. Rückfragen können geklärt werden. Wenn wir dort dann einen Haken hinter dran machen können, haben wir schon mal einen Teil der Definition of Ready erfüllt. Dann muss über die Priorisierung gesprochen werden. Das bedeutet ganz einfach, dass wir gucken müssen, ob die Priorisierung im Backlog passt. Vielleicht gibt es technische Abhängigkeiten, generelle Abhängigkeiten, die nicht beachtet worden sind. Wir können auch dort einen Haken hintermachen, wenn das geklärt ist. Andernfalls, wenn wir natürlich keinen Haken hintermachen, dann müssen wir nochmal eine Schleife drehen, müssen nochmal dementsprechend dann über die einzelnen Backlog-Items reden, vielleicht nochmal in eine weitere Refinement-Schleife mit dem Product Owner gehen, externes Know-how dazu holen. Das kann natürlich alles sein. Das gehört zum Prozess dazu. Genau deswegen haben wir ja die Definition of Ready, dass solche Themen nicht innerhalb des Sprints aufkommen. Das dritte Element ist dann die Schätzung. Und die Schätzung kann dann nur von den Entwicklern durchgeführt werden. Es geht darum, eine Schätzung, und laut Scrum wird nicht vorgeschrieben, wie das gemacht wird. Ihr könnt mit Zeit schätzen, ihr könnt aber auch mit sogenannten Story Points schätzen, also die Komplexität einer Aufgabe. Es muss aber eine Schätzung abgegeben werden. Und genau das ist wichtig. Und wenn diese drei Elemente erfüllt sind, dann habt ihr die Möglichkeit sozusagen, eine Definition of Ready zu haben, die euch dabei hilft, nur die Aufgaben mit in den Sprint reinzunehmen, die auch wirklich verständlich sind und die auch wirklich umgesetzt werden können. Hier noch ein paar kleine Tipps von mir für die Definition of Ready. Generell das Thema Abhängigkeiten sollte auch in der Definition of Ready definiert sein. Das bedeutet, wenn ihr innerhalb des Teams einfach Arbeiten habt und keine Abhängigkeiten habt, das ist okay. Es gibt aber häufigerweise auch externe Abhängigkeiten und dort ist es wichtig zu definieren, dass die externe Abhängigkeit, bevor wir den Sprint starten, geklärt sein muss. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr einen Termin mit einer externen Abhängigkeit definieren müsst, dann macht ihr das, bevor der Sprint startet. Nicht, dass ihr innerhalb des Sprints in eine Bredouille kommt. Das heißt, solche Themen sollte man auch individuell gestalten in der Definition of Ready, je nachdem, wie das Projekt aufgesetzt ist. Diese drei Elemente sind Pflicht und dann können diese um weitere Elemente erweitert werden. Und das ist dann ganz, ganz wichtig, dass man sich darüber unterhält. Und generell hat man dann natürlich die Möglichkeit, das Ganze noch mal ein bisschen individueller zu gestalten. Zusammenfassend ist die Definition Ready einfach der Zeitpunkt und wenn es dann ready ist, wo wir sagen können, okay, wir können eine Aufgabe, ein Backlog-Item innerhalb eines Sprints umsetzen. Im Kern müssen drei Elemente erfüllt sein. Die Beschreibung muss verständlich sein, das heißt, die Entwickler müssen verstehen, was das Backlog-Item ist, was das Ziel ist. Die Priorisierung muss geklärt sein und es muss eine Schätzung abgegeben werden. Der kleine Tipp, den ich euch noch mitgegeben habe, klärt eure Abhängigkeiten bevor und erweitert eure Definition of Ready dementsprechend individuell, je nachdem, welche Gegebenheiten ihr innerhalb eures Projektes habt. Be agile, be successful.